Hey du! Ja, genau, dich meinen wir. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Schulabschluss. Falls du noch nicht sicher bist, wie es jetzt für dich weitergehen soll, wollen wir dir hier schnell einen heißen Tipp geben. An dem du dir bestimmt nicht die Finger verbrennen wirst. Und unser Tipp für dich lautet: Kaufmann-Frau für Versicherungen und Finanzen bei der SV Sparkassenversicherung. Versicherungen und Finanzen, das ist doch total öde, denkst du dir jetzt vielleicht. Aber das stimmt natürlich nicht. Die 2,5- bis 3-jährige Ausbildung ist total abwechslungsreich und spannend. Grundsätzlich kannst du zwischen 2 verschiedenen Ausbildungsvarianten wählen. Innendienst oder Außendienst. Im Außendienst bist du die gesamte Ausbildungszeit in einem unserer Kundencenter vor Ort. Dort lernst du alles von der Pike auf und hast intensiven Kundenkontakt. Im Innendienst gibt es mehrere Stationen. Im ersten Ausbildungsjahr lernst du alle Grundlagen wie Vertragsverwaltung, Schadensbearbeitung und Kundenbetreuung. Außerdem noch Vertragsbearbeitung, Risiko- und Leistungsprüfung und das Rechnungswesen. Ja, also im zweiten Ausbildungsjahr gehst du in den Außendienst. Im Außendienst lernst du dann alles ganz praxisnah in einem unserer Kundencenter. Du lernst also alles direkt am Kunden und wir stehen dir immer zur Seite. Du musst auch noch die Einsatzbereiche nennen. Ja, wollte ich doch gerade. Lass mich doch mal machen jetzt. Na gut, sorry. Also, zu deinen Einsatzbereichen gehören bei uns Kundenberatung und Kundenservice, Schadensregulierung, jetzt du. Und zwar in den Bereichen Sachversicherung, Lebensversicherung. Oh Mann, das macht mich ganz fertig. Mach du mal weiter, bitte. Alles klar. Außerdem noch Unfallversicherungen und Haftpflichtversicherungen. Geht's wieder? Ja, danke dir. Also, das ist bei uns was ganz Besonderes. Wir sind kollegial und helfen uns gegenseitig. Und egal, wo du dich in der Ausbildung befindest, hast du immer einen festen AnsprechpartnerIn. Und so kannst du schon während der Ausbildung netzwerken und weiter an deiner Zukunft arbeiten. Wir suchen immer nach Menschen, die folgende Eigenschaften besitzen: Kommunikationsfähigkeit, Organisationsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit. Außerdem solltest du mindestens einen Realschulabschluss mitbringen. Soll ich das jetzt sagen mit Mathe? Ja, sag du das mal. Okay, also du solltest dich für Mathe interessieren und kauffrauliches Interesse solltest du auch haben. Tolles Wort, kauffraulich. Danke, habe ich mir selbst ausgedacht. Ja, und das Beste kommt zum Schluss. Weil wir uns während der Ausbildung so gut mit dir verstanden haben, werden wir auch möglichst dafür sorgen, dass du nach der Ausbildung eine sichere Arbeitsstelle in einer unserer vielen Arbeitsstätten erhältst. Natürlich nur, wenn du auch gut bei der Sache warst und dich dafür entscheidest, bei uns zu bleiben. Und wenn du dich dann später noch weiterbilden willst, zum Beispiel mit einem Studium oder einer Fachwirtin-Ausbildung, dann unterstützen wir dich auch dabei. Bewerben kannst du dich unter www.sv-berufseinsteiger.de. Da gibt es dann erstmal einen Online-Test. Und danach ein persönliches Kennenlernen. Genau. Und da wirst du dann gefragt zum Beispiel: Wieso willst du gerne Kaufmann, Frau für Versicherung und Finanzen werden, oder? Wie stellst du dir so den Alltag während der Ausbildung vor? Oder warum du dich ausgerechnet bei der SV Sparkassenversicherung beworben hast? Oder auch, was deine Stärken sind, mit denen du dich in unser Team einbringen willst. Also, es soll einfach klar sein, dass du dich informiert hast über unser Unternehmen. Und dass du weißt, was du gern bei uns tun möchtest. Ach ja, bevor ich's vergesse. Bei uns kriegt jeder Azubi und jede Azubine ein eigenes Surface-Gerät. Und unser Unternehmen kümmert sich auch besonders um Umweltschutz, Nachhaltigkeit und soziale Projekte. Das war unser heißer Tipp für dich. Wir freuen uns schon auf dich und deine Bewerbung.